So, Jana aus Neuseeland. Moin. Guten Morgen, Thomas. Abend in Neuseeland, aber es ist morgen in Deutschland. Genau. Und parallel, falls jemand wissen will, wir nehmen am 20. Juli auf, Ortszeit 10 Uhr irgendwas 30. Die Jana sitzt da schon im Silver Fern Shirt. Nein, sitzt sie nicht. Ne? Und jubelt den Kiwis zu. Aber das wird mal die andere Folge sein. Könnt ihr schon drauf freuen, weil die Jana sitzt im Stadion in Dunedin und guckt mit wehenden Schweizer Fähnchen dem Spiel gegen die Kiwis zu. Oder so ähnlich. Ja, so macht man sich auch Freunde, ne? Aber macht genau. Nichts. Na, nee, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, das kommt ich bin hier wieder in. Ja, das kommt beim nächsten Mal. Ich bin hier wieder in Ottos Kinderzimmer. Ich hoffe, dass die Internetverbindung gut ist. Ich habe mich da noch nicht so drum gekümmert, dass Otto gutes Internet hat. Also, naja, gut. Also, aber wir hoffen fürs Beste. Ja. Gut. Bleib immer schön in Richtung zum Mikro. Heute haben wir ein ganz anderes Thema. Dry July. Das klingt ja erstmal so wie, wie heißt das? Keine Ahnung. Es gibt ja so Sprüche, die einem bestimmten Monat zugeordnet sind, die dann eingängig klingen. Was ist denn jetzt Dry July? Hat das was mit Alkohol zu tun oder ist das was anderes? Genau, Dry July hat was mit Alkohol zu tun. Gibt's das denn bei euch auch oder hast du das noch nie vorher gehört? Wieso soll man weniger Alkohol trinken? Ja, und vor allen Dingen bei euch noch im Sommer. Also wie irre, ne? Ich meine, im Sommer, das verleitet ja auch irgendwie danach. Also ich habe aber heute nachgeguckt und das ist kein Ding nur in Neuseeland. Also es ist eine weltweite Geschichte. Ja. Genau, und es geht darum, einen Monat kein Alkohol zu trinken und das ist quasi eine Non-Profit-Organisation, die am Ende Funds sammelt für die Cancer-Organisation, für die Krebsvorsorge. Ach so. Okay, ja, Leberkrebs ist ja auch eine Sache, ne? Die da ein bisschen mit zusammenhängt, ne? Aber egal. Genau. Aber sowas haben wir nicht. Also, vielleicht, aber auf jeden Fall ist, vor allen Dingen Dry July. Würden wir ja nicht sagen. Ich glaube, irgendwas mit January. Nee, auch nicht. Ne? Nee, auch nicht. Aber ich fand den Slogan erstmal gut. Und du hast ja noch einen Spin-off gekriegt, dass das mit Plastic-Free auch noch ist, ne? Dass man es irgendwie koppeln kann. Ja, wie kriegen wir denn jetzt da die Brücke? Ja. Machen die beides oder wie läuft das? Oh, das kannst du ja irgendwie kombinieren. Ne? Trinkst du vielleicht weniger aus der Plastikflasche. Aber Bier trinkst du sowieso nicht aus der Plastikflasche. Also passt das wahrscheinlich nicht. Ja, ganz witzig, hier ist irgendwie Plastic-Free July und Dry July in einem Monat. Was ja auch ein bisschen, weiß ich nicht, es ist ein bisschen Überflutung an Ereignissen. Vielleicht ein bisschen zu viel in einem Monat, würde ich sagen. Ja. Denn beim Plastic-Free July versuchst du ja irgendwie auf irgendwas in Bezug auf Plastik zu verzichten. Beim Dry July bist du ja schon völlig überfordert damit, dass du nicht einen Monat nicht trinken darfst. Und jetzt sollst du auch noch da aufpassen, dass du keine Plastik verwendest und deinen Wein nicht aus dem Kaffeebecher trinken darfst. Ich weiß auch nicht, warum das beides in einem Monat fällt, aber ich kriege das hier viel mit, dadurch, dass ich halt im Marketingbereich arbeite und wir arbeiten halt für einen Schnapsladen, der promotet jetzt Dry July und bei den ganzen Sustainable-Organisationen geht es halt um den Plastic-Free July. Ja, das beschäftigt uns hier so und ich kann mir vorstellen, genau, dass es vielleicht dann im deutschsprachigen Raum gar kein Thema ist, weil es eben auf July sich reimt. Ne? Aber auch da, Plastic Free July ist auch wieder eine weltweite Organisationsgeschichte. Ja, also ich habe mich jetzt mal ein bisschen kapriziert auf die Vermeidung von Plastik. Da fällt mir gerade ein, hier läuft gerade von Aral so eine komische Werbung. Ich meine, die machen ja manchmal wirklich stilbildende Werbung mit I'm Walking und sowas. Ne? Das hatten die ja mal wunderbar gemacht, ne? Von Fats Domino, der Hit, ne? Dass der Typ mit einem leeren Benzinkanister auf eine Tankstelle zuläuft, auf den Kanister guckt, da steht Aral drauf, guckt auf das Plakat, das war eine andere Tankstelle und läuft dann weiter, bis er seine Tankstelle findet, also seine im blauen, ne, Emblem Aral, ne, dass das Richtige ist. Jetzt haben sie eine Werbung für, weiß nicht, irgendwie Elektro-Dingsbums da für Elektrostationen. Die bauen das gerade super auf.
Und dann ist da so ein Fräulein, ne, hat gerade das Ding eingepluckt und dann lädt das Ding und trinkt dann aus einem Plastikbecher, One-Way, Single-Use, mit einem Einwegbecher, trinkt dann Kaffee und sie will damit symbolisieren, wie schnell das ganze Aufladen funktioniert. Ich habe die Werbung jetzt nicht mehr gefunden. Vielleicht haben sie wirklich genug Bombardement gekriegt, dass das eigentlich total bescheuert ist. Dann hätten ja wirklich ne, die Zeit, die eine Minute ne, für einen Porzellanbecher, müsste eigentlich doch wert sein, wenn man ein Auto für 50.000 plus kauft, ne, dass man dann einen Plastikbecher benutzt für einen Kaffee. Ne? Also das finde ich, ich habe mich jedes Mal geärgert. Aber ich habe sie jetzt nicht mehr gefunden, auch nicht bei YouTube oder sowas. Sonst hätte ich sie vielleicht kurz eingespielt. Aber das fand ich so, ne, wie kann man... Ja. Ich habe das leider auch bei Kunden, die dann irgendwie die dann Produkte herstellen, wo es dann heißt, wir sind so sustainable und versuchen da, versuchen wir die Packung da alles compostable zu machen und dann kommen da die Branding-Fotos mit dem Mädchen mit dem Kaffeebecher und das wird dann auch tausendmal auf Instagram gepostet, wo man hier eigentlich wissen müsste, dass gerade im Plastic-Free July, das ein absolutes No-Go ist für eine Organisation oder für ein Unternehmen, das in jedem Bioladen vertreten ist. Ne? Also, ja. Ja. Und beim Meeting gibt es dann die Milch aus dem kleinen Päckchen. Ja, so ungefähr, ne? Ja. Das ist schon echt schwierig. Aber in Deutschland, muss ich echt sagen, ist es mir nicht so. Ich meine, es ist aber auch bei. Also, es ist bei uns in Deutschland auch nicht wirklich so eine. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es so eine Kaffee-to-go-Kultur wirklich ist. Ich habe nicht so oft Leute gesehen mit einem Becher, aber wenn ich mal einen haben wollte, dann war das meistens nur, ja, ist doch viel. Okay. Doch, doch. Also, allein schon, gut, da könnten wir stundenlang drüber reden. Ich glaube, haben wir mal eine Folge drüber gemacht, Single Cup Use, ne? Ja, haben wir. Ne, dass die, geh mal durch die Kö oder eine Fußgängerzone, ne? Also in einer belebten Stadt, ah, ja, jetzt nicht gerade in Kempen. Ne? Die haben alle so ein scheiß Ding. Ich meine, ich verstehe es nicht. Ne? Man will doch wirklich zwei Minuten Ruhe haben. Wieso nimmt man das Ding dann mit? Es wird kalt, es schmeckt scheiße. Der Genuss ist doch vollkommen furchtbar. Ne? Man knabbert ja an diesem komischen, weichen Zeug da rum. Ich habe keine Ahnung. Und dann macht er noch ne? die Sternen-Dollars. Starbucks, machen das Ding dann noch für 5 Euro oder noch teurer. Ich kriege die Motten. Ja. Also ich habe nur ein einziges Mal da geholt, weil es nichts anderes war. Ich glaube, das war auch in Neuseeland. Ich war ja vollkommen irritiert, dass man den Namen, also ich kannte es nicht, ne? Wieso soll ich meinen Namen da, ne, sagen? Ne? Ja, damit wir dich aufrufen. Ich sage, also, ich stehe doch hier. Ja, da habe ich dann keine Ahnung. Ja, aber da können ja noch mehr kommen, ne? Ja, nee, aber da gibt es auch so Verarschungen, dass der Leute irgendwas die es dann draufschreiben und wenn man es dann ausspricht, hört es ganz vulgär oder sonst was an, ne? Aber haha, sehr lustig. Nein, aber wie gesagt, kann ich nicht verstehen. Also die Geschichten, nee. Aber ich meine, ja, kaufst du das? Legst du da Wert drauf oder oder gehst du überhaupt auswärts Kaffee trinken? Ich mache das eh gar nicht so oft. Also ich brauche das nicht. Ich habe heute wieder zu Gast gesagt, das ist so traurig hier, Thomas, dass die ganzen Cafés um 2 oder 3 Uhr geschlossen haben. Ah. Und wenn ich mal in die Stadt fahre, dann ist es meistens am Nachmittag. Und das frustriert mich leider etwas. Denn der Kaffee in Neuseeland, muss ich ehrlich sagen, der ist schon besser als in Deutschland. Das weißt du wahrscheinlich auch. Ich habe mich da echt drauf gefreut. Und ich freue mich dann auch mal, wenn ich mal in die Stadt fahre, weil hier gibt es nur ein Café. Und leider ist es da unglaublich teuer und der Kaffee ist schlecht. Also vermeide ich das einfach und mache meinen Kaffee lieber zu Hause. Aber wenn ich mal in die Stadt fahre, dann halte ich halt gerne an und bringe natürlich meinen eigenen Kaffeebecher mit. Aber leider ist wirklich fast alles. Also dann musst du irgendwo in die Stadt fahren und dann noch parken, um einen Kaffee zu kriegen. Ach, das ist mir auch alles zu blöd, ne? Aber ja, das ist wirklich das, was ich so ein bisschen vermisse. Denn das ist in Deutschland ja nicht so. Ne? Das ist ja wirklich Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Ne? Das ist ja leider nicht, ne? Ja. Also wenn ich vormittags in die Stadt fahre, dann halte ich schon irgendwo an, um mir einen Kaffee zu holen. Und wir haben hier so eine ganz tolle Rösterei in der Stadt, die halt Kaffee röstet, Bohnen verkauft und eben auch Kaffee verkauft. Und die sind so ein bisschen im Hinterhalt im Industriegelände, was ich auch ganz cool finde. Es ist halt nicht irgend so ein Kaffee, wo du dich hinsetzt. Du holst hier tatsächlich nur deinen Kaffee. Ja, genau. Da hole ich mir schon mal was. In Monaco habe ich mir öfter mal einen Kaffee geholt, aber hier ist einfach die Möglichkeit nicht so da. Ne? Wenn nur ein Kaffee da ist und das ist halt nicht guter Kaffee, dann machst du es lieber zu Hause. Aber dieses Plastic Free July soll ja dazu anregen, dass du
du musst ja gar nicht perfekt sein. Ich habe das damals angefangen im Wanaka, denn da war ja diese, ich habe ja für Plastic Free Wanaka gearbeitet und da bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Und es ist ja so, dass du einfach anfängst, dich vielleicht mit einem Thema zu beschäftigen. Du sagst jetzt Kaffeebecher, aber vielleicht sagt jemand anders, ne? Das ist ein anderes Thema, was wir auch machen, ist, wir haben halt wiederverwendbare Windeln, was ein Riesenaufwand ist und was auch nicht schön ist, aber das gab es früher auch, ne? Meine Eltern haben das auch gemacht. Also die Molton, im Grunde genommen. Ja, die sind ein bisschen besser. Ich glaube, die sind nicht so, wie das früher war. Ne? Also, ist ein Riesenaufwand und es ist irgendwie auch ein Riesenwasserverbrauch, haben wir jetzt mal festgestellt. Aber die Mülltonne ist halt, also unsere Mülltonne war wirklich unfassbar voll von Windeln. Und also das ist schon, ne, also dass man sich vielleicht ein Thema aussucht, jetzt nicht unbedingt Windeln, vielleicht auch nicht Kaffeebecher, aber vielleicht in den Supermarkt gehen und mal versuchen, was zu finden, was nicht in Plastik eingeschweißt ist, was ich auch unglaublich schwierig fand. Also bei uns, Otto ist so ein Brokkoli-Fan und leider, als wir zu Hause waren, war, glaube ich, der Brokkoli nicht in der Saison und jeden Brokkoli, den ich gekauft habe, der war in so einer ekelhaften Plastik eingeschweißt, ne? Ja. Weil der wahrscheinlich auf dem Weg von, was weiß ich nicht, wo überleben musste. Und ja, also das habe ich damals angefangen, ne, dass ich gesagt habe, erstmal meinen Beutel mit in den Supermarkt nehmen, dass ich halt keine Plastiktüte mehr kriege. Denn damals, als ich nach Neuseeland gekommen bin, und das kennst du wahrscheinlich auch noch, hat man die Taschen gepackt und alles immer in Plastik-Einwegtüten reingepackt. Ne? Also es war früher so, vor 7 Jahren, als ich angekommen war, und das hat man ja irgendwann verbannt. Und das hat man in Deutschland ja auch gemacht. Ich weiß nämlich noch, wie ich im DM immer war. Und im DM hast du auch immer eine kleine Minitüte nach der anderen gekriegt. Und dann bist du da mit 5 Minitüten nach Hause gelaufen, weil die Taschentücher alle in eine Tüte jeweils passen mussten. Also, dass man einfach anfängt, ne, seinen Beutel zu bringen, wenn man in den Supermarkt geht. Oder vielleicht so eine Gemüsenetzbeutel, um da das Gemüse reinmacht. Und vielleicht die Sachen nicht kauft, die in der Plastik eingeschweißt sind. Ja, gibt's ja beim Edeka, ich glaube beim Aldi auch, du kannst jede Zitrone einzeln, da haben die eine Waage an der Kasse. Da müssen die zwar jedes Mal gucken, den blöden Code da eingeben, also du musst nicht, bei manchen musst du ja auch so ein Etikett ziehen, ne? Also auf so eine Waage legen, eine Zahl eingeben. Gibt's das noch bei euch mit dem Etikett ziehen? Das gibt's in Deutschland noch? Ja, das gibt's auch noch, aber es gehen halt weiter jetzt, ne, dass sie halt an der Kasse wiegen. Konkret. Ja, das machen sie bei uns ja nur immer an der Kasse. Du kannst das wiegen, also da ist eine Waage irgendwo dazwischen, aber es wird immer an der Kasse wird der Sticker drauf gemacht. Ja, nee, muss ja gar kein Sticker, ne? Den würde ich ja auch vermeiden wollen. Ah ja, kein Sticker, genau, die machen keinen Sticker drauf. Aber ich kenne das halt noch aus Deutschland, dass man ja immer diesen Sticker auf die Bananen kleben musste und auf die Weintrauben und dann erst in die Plastiktüte. Nein, nicht auf jede Weintraube, aber ja. Ja, aber da haben sie auch zwischendurch so ein, so ein recycelfähiges Papier genommen oder weiß nicht, also so ein, nicht kein Plastik, sondern ein bisschen was und dann irgendwie 3 Cent für verlangt. Selbst das war viel zu viel. Also eigentlich merkwürdig, ne? Also, dann haben sie dann wieder das auf kostenlos umgesetzt. Ja klar, dann kostet jetzt die Weintraube dann halt 5 Cent mehr. Ne? Das muss ja wieder zurückkommen, ne? Was man da für wertvolleres Material. Aber ich fand es dann auch ein bisschen mehr. Ich habe dann teilweise das selber mitgebracht. Da musste ich natürlich kurz argumentieren, dass ich das schon mitgebracht habe. Ist ja auch irgendwie lästig, ne? Also, genau. Oh, das hatte ich am Anfang auch. Auch wenn du Nüsse und so nachfüllen kannst, gibt es das bei euch auch, wo man quasi, ne, wo du so eine große Box hast und da kannst du Nüsse selber nachfüllen. Ja. Das weiß ich auch noch. Oh, und dann müssen sie ja quasi die Tüte extra abwiegen, damit sie das Gewicht rausnehmen, ne? Oh. Ja. Gott, ja, ja. Tara, ja Gott. Aber das fand ich auch ganz toll. Also das habe ich in Neuseeland, also natürlich gibt es auch hier diese Unverpackt-Läden, aber in Neuseeland, haben ja jeder so ein Riesenboard mit Müslis, mit Nüssen, mit, keine Ahnung, 1000 Sorten, einfach so drehen, ne, Nummer draufschreiben. Fand ich total genial. Ne? Also da habe ich, ne, das war zwar jetzt auch nicht super billig oder sowas, aber ich habe halt genau die, man sagen wir mal andersrum, man war ja immer erstaunt, wenn man es hinter auf die Waage gelegen hat. Ups. $8, huiuiui, ne? Ja. Wo man sagt, und ich hatte doch nur 3 Nüsse, Mensch. Genau. Ja, die können ziemlich teuer sein, die Nüsse. Ja, ich habe die aber immer eigentlich so eingekauft. Die schmecken auch besser als die in der Plastikpackung, die du im Regal kaufst. Ich glaube, die sind auch frischer. Also ich bild's mir vielleicht auch ein, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es frischer ist. Ich liebe diese Läden, diese, weißt du, selbst die Pasta, die du nachfüllen kannst und die irgendwie aussuchen kannst. Wir haben einen hier in Dunedin und da muss ich mal eine kleine Geschichte erzählen.
die leider mich so ein bisschen abgebracht hat von meinem, okay, wie gehen wir jetzt hier mit Plastik und Wiederverwendung um? Es gibt hier diese große Marke EcoStore. Und EcoStore verkauft quasi in Bulk, also in großen 5-Liter-Packungen. Und ich kaufe da das Waschmittel für Otto. Das ist halt für sensitive Babyhaut. Und ich habe das online im Container gekauft, 5 Liter, $33. So, und jetzt bietet der Ökoladen, das ist ja ganz toll, in Dunedin an, dass du diesen großen Container nachfüllen kannst. Ja. Und ich ganz aufgeregt komme mit meinem leeren Container und fülle nach. Und an der Kasse sagt sie, und jetzt sind das bitte $51. Ja. Und ich so, was? Ich habe doch für den neuen Container $33 bezahlt. Ja. Ja, also das Nachfüllen ist nicht so gut für große, volle, also für so große Container. Ich so, ja, aber also ich fülle es doch nach und benutze auch sogar meinen Container wieder. Ja, da müssen Sie dann vielleicht mal online gehen und was in einem Forum schreiben. Interessant. Und hat's was bewirkt? Hast du, also ich habe noch schon nicht, den Stift ich mach's geschwungen. Noch. Ja, ich weiß, okay. Ich weiß, du hättest es schon gemacht. Es ist auf meiner Liste, da auf jeden Fall an den Ökostore zu schreiben. Es sind ja fast $20 mehr für die gleiche Menge. Das und ich bin da extra hingefahren und habe meinen Container wieder benutzt. Genau. Ja, und sie sagt, sie kann da nichts machen. Also ich denke mal, dass der Bioladen noch eine gute Marge draufsetzt, aufs wieder nachfüllen. Und ja, die Leute, 10%, die halt hier in aber den doch nicht 50, genau, ne? Aber doch nicht 20 Euro, überleg mal, ne? Ja. $20, ne? Also Wahnsinn. Und dann standen wir an der Kasse, es ist dann so ein bisschen so eine Mission geworden. Gastes Mutter und ich, beide hier Eco-Warrior, ich sag's dir, standen an der Kasse und haben gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich habe doch 33 online, ich habe jetzt nachgefüllt, 51. Und dann war es die junge Verkäuferin und die meinte, ah, kein Problem, füllen Sie das wieder rein in den Behälter und nehmen Sie einen neuen Container und wir recyceln den Container. Und Gastes Mutter losgelaufen, ne? In diesen riesen Balk wieder alles rein und dann kommt die Managerin um die Ecke. Nee, das können wir nicht machen. Nee, um Gottes Willen, das ist hier Hygiene. Wir können doch nicht was wieder reinfüllen, ne? Ja, kannst ja Wasser reinfüllen. Genau, kannst ja Wasser reinfüllen. Ja, das war's dann. Also war rausgelaufen, es war uns dann ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich muss meine E-Mail noch schreiben an den Eco-Store, dass ich das unglaublich, unglaublich finde, im Plastic-Free July, wo ich mir doch vorgenommen habe, meinen eigenen Container wieder zu verwenden, dass ich dann $20 mehr bezahle. Also so richtig durchdacht ist das Ganze hier auch noch nicht, ne? Und das ist selbst so, wenn du in den Supermarkt gehst, ne? Du kannst im Supermarkt halt auch dieses Waschmittel nachfüllen. Manchmal ist das aber auch ein Riesenakt, weil das dann irgendwo, ne? Also es ist mir schon oft passiert, dass ich dann wen rufen musste, weil es nicht rausgekommen ist, ne? Du stehst dann da und dann musst du den ganzen Container hochlüften und so, ne? Gibt's das denn bei euch auch, dass ihr sowas nachfüllen könnt? DM hat so ein, ich glaube, testweise in manchen Stationen so ein Board, also wie so Wasserhähne, ne? Da kaufst du einmal dieses genormte Ding. Das ist ja toll. Dann füllst du halt rein. Ne? Und ich glaube, das wollen die machen. Aber ich fand's, das Prinzip finde ich gut, aber ich finde nicht gut, dass es Flüssigwaschmittel ist. Weil da ist ja auch nur 90% also Wasser drin, also Profitin nenne ich das jetzt mal, weil ich benutze eigentlich nur Waschpulver. Das ist auch bei Spülmaschine, diese Flüssigdinger ist einfach nicht, oder diese Tabs nochmal eingepackt, die nutze ich nicht, sondern das lose Pulver. Es kostet nur die Hälfte und löst sich schneller auf und natürlich ist das für Das löst die sich bei uns in den Waschmaschinen nicht so schön ist auf. Natürlich, dieses Flüssig ist natürlich toller. Ne? Kannst du, das fällt da rein und kannst du zumachen und ist dicht. Ob das jetzt bei Pulver funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Aber das liegt nur daran, dass ich das für die Menge viel zu teuer finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Flüssigwaschmittel. Also wie gesagt, das würde ich jetzt nur für einen Pullover oder so einen handgestrickten Pullover oder feinstes Zeug nehme ich mal Flüssigwaschmittel, aber sonst für gar nichts. Das ist das löst sich leider nicht so gut hier bei den Waschmaschinen auf. Und ich glaube, das liegt oft auch an der Qualität und an der Wasserqualität hier bei uns, ne? Weil wir benutzen ja hier nur Regenwasser und wir würden da mit dem Pulver gar nicht, das würde ich überall noch in Ottos Wäsche drin haben. Aber deswegen nehmen wir dieses diese Flüssigkeit. Ich habe das in Monika damals, habe ich auch immer Pulver genommen. Und für einen Geschirrspüler nehmen wir auch Pulver. Und das füllen wir auch nach. Also wir füllen das Geschirrspülpulver nach.
Wenn wir jetzt abwaschen, ne? Abwaschzeug für mir nach. Hm. Und dann halt für die Waschmaschinen zwei große Container haben wir stehen. Und da war noch irgendwas. Ach so, Gasses Eltern, die benutzen auch das Duschbad und das Haarwaschmittel von denen. Also es kommt in großen Bulk-Containern. Ja, das heißt EcoStore und das gibt es überall. Im Supermarkt, im Bioladen, also überall gibt es diese Marke EcoStore. Ja. Ja, also das da ist noch, ne? So ein bisschen Optimierungsbedarf ist da noch. Genau, aber absolut. Ne, aber ich glaube schon, dass die Firmen viel sensibler sind. Der Druck ist da. Ja. Aber so das Verständnis ist noch sehr rudimentär in der Bevölkerung, glaube ich. Aber ne? Das sind so ein paar Exoten wie wir jetzt hier. Ne? Genau. Die sich ja vielleicht auch leisten können, das muss man auch mal dabei sagen. Ne? Das Zeug ist nämlich... Dadurch, dass es eine kleine, also Auflage, sage ich jetzt mal, ne? Also es ist immer noch viel Handlingbedarf, als wir jetzt da die Kartons da reinstellen ins Regal und das war's. Ne? Das muss gewartet werden, muss sauber gemacht werden, drumherum wird rumgepanscht. Es nimmt sehr viel Platz in Anspruch. Also ne, auch die Beschreibungen, dass dann auch Unbedarfte das vielleicht mal machen. Aber mein Gott, bei vielen Dingen muss man vielleicht auch mal ein bisschen den Druck erhöhen. Wie zum Beispiel die Einkaufstaschen oder sowas, ne? Dass das jetzt 10 Cent oder 15 Cent oder 30, keine Ahnung, wie viel das kostet. Ich nutze ja keine, aber ich weiß, dass Leute die benutzen. Dann kann man es schon regeln, ne? Dass das weniger wird. Ne? Da muss man jetzt noch nicht mal sagen, Plastik ist mir egal, aber es hat halt auch seinen Preis, auch am Ende, ne? Dass das Ding da 50 Jahre irgendwo rumliegt, ne? Und nicht verrottet. Tja. Genau. Gut, bei euch ist halt das System besser, ne? Es wird ja mal gesagt, bei euch wird alles recycelt und ne? 15 verschiedene Mülltonnen. 15 verschiedene Mülltonnen. Ja. Ja. Aber das Recyceln ist ja trotzdem nicht das. Also es ist ja nicht so, auch wenn es recycelt wird, ist das ja nichts, was gut für die Umwelt ist. Ne? Es müssen das ja trotzdem Maschinen laufen und ich weiß nicht, was da alles so rauskommt, ne? Also weiß nicht, wie das alles so bedacht wird. Gibt es ein Für und Wider. Ja, ich finde es eine gute Alternative und ich würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere da mal reinschaut und sagt, okay, ne, vielleicht den Plastikstrohhalm, den tausche ich mal auf gegen Aluminium oder ne, so Kleinigkeiten, die man vielleicht einfach im Alltag weglassen kann. Und ich habe viele Freunde in Deutschland, die darauf achten. Ich habe auch bei meinen Eltern gesehen, dass die da jetzt wirklich mehr drauf achten, nachdem ich gesagt habe, Leute, das ist, ne? Kommt die Missionarin. Guck doch da mal, ne? Guck doch da mal nach, ne? Ja. Aber du hast recht, das sind, wenn wir jetzt sagen, du bist doof, du raffst es einfach nicht oder bist ein Konsumteufel, nützt ja nichts. Ne? Nee. Also ich bin immer froh, wenn, wie dieses Motto jetzt ist, ne, wenn es nur eine, ja, vielleicht zwei Sachen sind. Ne? Also A, verstehe ich nicht, weshalb man überhaupt einen Strohhalm nehmen muss. Aber es gibt so viele kleine Sachen. Ne? Das, wie gesagt, dieses Unverpackte, das setzt sich mehr durch. Mehrweg ja sowieso. Ne? Also da sind wir eigentlich Könige. Ne? Die Nachbarländer, ne? Die alle mit ihren Wasserflaschen da rumlaufen, weil man ja stirbt, wenn man mal eine halbe Stunde nichts getrunken hat. doch. Also ich habe immer so ein kleines Ding, so ein 0,3. Das sieht total mickrig aus, weil sie sagen, oh, die kommen dann immer mit großen Wasserflaschen. Ich denke immer, ne? Also 0,33, also so ein, ne? Das ist da schon eine Menge. Ne? War doch früher 0,25 oder was weiß ich. Ne? Und dann nehme ich so zwei Schlückchen, selbst wenn es heiß ist, und das passt immer so drin. So mit Aluminium, ne? So ein Schraubdings, mehr muss es ja gar nicht sein. Ne? Aber die laufen dann mit ganzen riesen Pullen da rum, ne? Mit, ja, was auch immer. Also da... Gott sei Dank ist das ja jetzt nicht verboten, aber es kostet, glaube ich, 25, also mehr als der Inhalt, ne? 25 Cent Pfand, glaube ich, mindestens, ne? Und die Flasche kostet dann nur 8 Cent oder sowas, ne? Also da, ja, hat das den Vor- oder Nachteil, dass da die Pfandsammler sich immer wieder im Zug, ne? Durch den ganzen Zug da rennen und die Dinge aufsammeln. Ist traurig, ne? Also da, ich glaube, es gibt auch Städte, die haben außerhalb des Mülleimers dann Fächer, wo man die, dass die mit da nicht den ganzen Abend da rein stirlen müssen, bis die da die Flasche finden, sondern außenrum. Ne? Ich meine, ja, wie gesagt, es ist schon nicht schön, aber manche leben davon. Ne? Auch so ein Nebenaspekt. Ne? Ja. Aber Glas, na gut, es ist halt im, ich glaube nur bei Bier, ne? Bier, ja, bei Bier gibt es noch so richtig. Glas, ne? Aber Flaschen, Wasserflaschen ja auch, aber die sind ja scheiße schwer, da muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ne?
Aber da finde ich immer, schmeckt das Wasser besser aus einer Glasflasche. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich meine, wir kaufen sowieso kein Wasser. Also wir trinken Leitungswasser. Und bei uns im Harz ist das Leitungswasser super. Meine Eltern trinken das mittlerweile auch. Die haben das früher auch nicht getrunken, aber mittlerweile trinken die das auch. Ja. Also das schmeckt viel besser als bei uns hier. Bei uns muss es nochmal abkochen, weil es halt Regenwasser ist. Mir schmeckt es nicht besonders. Ich koche es immer ab. Aber ich habe noch nie ein Wasser hier gekauft. Nee. Ja. Aber Leute lieben halt diese Kohlensäure oder was auch immer. Ne? Ich gehe auch mal ein Wasser. Aber selbst stilles Wasser, ne? Stilles Wasser aus der Plastikflasche. Meine Eltern hatten das auch. Mir schmeckt das nicht. Du schmeckst, also ich schmecke da immer den Plastikgeschmack noch dran. Ich finde das. Ja. Ja. Aber ja, jedem nicht, das. Kann seine. Man nicht helfen, genau. Genau. Ja, also ist ganz, ist aber ganz interessant, dass es da. Also ich finde, in Deutschland wird da schon wirklich viel gemacht mit dem Mehrweg, ne? Und diese Automaten, in denen das dann, das ist schon alles echt, echt toll, wie das läuft, ne? Mit dem Flaschensystem. Und viele fahren da ja auch, ich weiß nicht, ich habe es früher auch gemacht, habe auch meine Flaschen gesammelt und meine Kästen gesammelt und habe die dann weggebracht. Und dann war das immer schön in der Kasse, wenn dann so 8 Euro runtergekommen sind. Und das ist auch schön. Naja, du hast ja auch vorher bezahlt, ne? Genau, hast du ja vorher mitbezahlt, aber das denke ich dann nicht. Ich denke dann immer so, oh ja. Ach so. Jetzt habe ich einen kleinen Discount gekriegt. aber was mir auch viel aufgefallen ist in Deutschland, war diese, das ist hier aber auch, nur dass ich das nicht so mitbekomme, weil wir eben viel Essen selber machen. Ne? Gas ist Mutterkoch, Gas kocht, dadurch ist immer frisches Essen da. Aber ich habe es ganz viel gesehen, dass Kinder irgendwelche Kekspackungen haben. Kekse, Chips, Joghurt. Alles, Joghurt zum Ausquetschen. Ne? Ich hatte das jetzt, dass unsere Kleine, dass die Cousine von Otto letztens hier war mit so einem Quetschding. Und die Eltern sind auch so auf Umwelt aus. Und da habe ich gesagt, Mensch, wieso machst du denn nicht? Ich habe extra so eine Silikondinger gekauft, wo du das reinfüllen kannst. Und die sind wie die Quetschdinger, nur dass du es wiederverwendest. Ne? Ja. Da habe ich gesagt, hier, das kannst du mitnehmen, kannst du selbst einen Strohhalm reinmachen. Dann fragst du deine Mama morgens, ob sie dir so ein Joghurt-Smoothie macht. Ne? Das ist ja, ist ja nichts. Also eigentlich ist da ja nur Joghurt und vielleicht ein bisschen Marmeladengeschmack dran. Also das ist ja kein besonderer Joghurt. Da kannst du ja selbst einen Joghurt-Container kaufen, ne? Und kannst das einfach nachfüllen, als ob die dann Unterschied merken, ne? Aber so viel, also das, ich habe so oft gesehen, dass Kinder an so einem Ding hängen, ne? An diesem Plastikding und selbst Erwachsene, also selbst Studenten auf in der Bahn, also da hat Gast zu mir gesagt, wieso essen das denn Erwachsene, Jana? Also wieso gehen die denn an diese erlegte Quetschdinger dran? Ich sage ja, weil die wahrscheinlich nicht wissen, wie man sich irgendwie ein Butterbrot oder was macht, ich weiß es nicht. Das ist ja uncool, ne? Aber auch der, dass das so süß ist, ne? Und und was da drin ist, ich habe da mal gelesen. Oh, furchtbar. Ja. Da steht dann vorne drauf mit Getreide, ne? Und dann dachte ich, oh, na, das ist ja super, das ist ja wie ein Frühstück für Otto, wenn da Getreide dran ist. Dann habe ich umgedreht, da stand da 2% Getreide. Ja. Oh, furchtbar, ganz schlimm. Aber alles halt in Plastik und auf, ne, ganz schnell und wieder. Und ich hatte mich vorgestern mit einer Mutter unterhalten, genau. Und die hat mir erzählt, das Kind hat nur Sachen aus der Packung gekriegt. Nur. Die ist nur in den Supermarkt gegangen, hat Gläser gekauft, hat diese Quetschdinger gekauft, hat Trockenzeug gekauft. Alles aus dem Supermarkt. Nichts selber gemacht. Wahnsinn. Würde ich gerne mal, da würde ich gerne mal so ein, also so einen Verlauf sehen zwischen dem Kind, was immer Frisches kriegt und zwischen einem, was. Ne, das müsste man mal, das hätte in zwei man mal Jahren dokumentieren schon müssen. In Kilogramm feststellen. Ja. Ja, wirklich, ne? Also allein der Zucker da drin. Und dass dieses, ich finde es ja auch, also ich persönlich, es gibt ja auch so Verfechter, die so, wer ist es, Y-Food und so Pulverzeug und dann schütteln und dann, dass man Nahrung trinkt. Ja. Das glaube ich nicht, dass das eine gute Sache ist. Ne? Also das, natürlich kann man das mal. Ne, wenn man nur gar nichts anderes da ist, dann isst man ja auch bei McDonald's. Ja, aber normal, kauen, Speichel, das ist doch alles ein System. Das ist doch nicht darauf ausgelegt, dass du nur noch trinkst. Also dann hast du ja nur noch Flüssigkeit da unten drin, das meiste Wasser. Und dann kriegst du wahrscheinlich nach einer halben Stunde schon wieder. Da musst du dann, für mich macht das unheimlich wenig Sinn. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt medizinisch irgendwie. Ja, ich habe das überall in Deutschland in den Supermärkten gesehen. Ich habe das hier noch nie gesehen und dachte, was ist das denn jetzt? Aber ich dachte, du hattest das mal mit dem anderen Thomas durchgesprochen. Genau. Hat der das nicht mal gemacht? Ja, ja. Er hat uns erzählt, dass er das gemacht hat, ja? Natürlich.
hat dieses Experiment und hat gesagt, er würde noch Geld sparen. Weil das ja eine volle Mahlzeit ist. Großartig. Kannst du ihn nicht nochmal zu einem Update, Podcast, ne? was so im Leben los ist, was er gerade so macht, mich würde es wirklich interessieren. Ich fand es immer spannend, ihm zuzuhören. Nee, aber ich hat er denn schon einen Threads-Account? Hier, jetzt gibt es doch Threads nach Instagram und Facebook, gibt es doch jetzt Twitter und dann ist doch jetzt keine Threads Ahnung. Rausgekommen. Hat er vielleicht hätte, schon. Vielleicht hätte ist das mir, ein hätte gutes mir Thema. Gesagt, weil der auf dieses Mid-Journey war ja auch mal kurz, dann hat er das, glaube ich, 6 Wochen gemacht und dann war es schon wieder uninteressant. Aber mein Gott. Reden wir mal wieder über unseren hier Plastic Dry July. Dry July. Kannst du dir denn vorstellen, so einen Monat ohne Alkohol? Habe ich noch nicht gemacht. Ich trinke gern mein Bierchen. Also, ne? Das ist zwar ein bisschen, also ich merke, wenn ich mal 2-3 Tage nichts trinke, dass so 500 Gramm weniger auf der Waage sind. Aber ich pendel da überhaupt nicht rauf und runter. Ne? Also, ne, ich wiege, was weiß ich, zwischen 83 und 85 und das schon seit Jahrzehnten. Würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Problemchen, weil ich mag einfach das kalte Getränk. Natürlich hab mich auch manchmal gesagt, ich trinke mal kein Sprudelwasser, aber dann trinke ich einfach mal Sprudelwasser aus dem Kühlschrank. Ne? Also dann habe ich auch den Effekt im Prinzip der Erfrischung und ich brauche das jetzt nicht, um runterzukommen, weil nach der zweiten Flasche, also wenn wir feiern, ist bei mir sowieso Schluss, ne? Weil mehr vertrage ich gar nicht. Ne? Und ich möchte am nächsten Morgen, ich habe noch nie viel vertragen, also Schnäpse mag ich überhaupt nicht und Wein nur so ganz klein bisschen, weil kriege ich auch Kopfschmerzen von. Aber vielleicht habe ich so eine Bremse, dass ich da überhaupt nicht drüber gehe, weil ich habe, glaube ich, als ich bei der Bundeswehr war, da war mir zum letzten Mal so richtig so, also richtig schlecht, ne, weil da war, ich weiß nicht, was da alles war, Behrens, also alles Zeug, was es so gibt, ne, und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht, genau wie beim Rauchen, ne, das brauche ich nicht und dann ist Schluss, ne, also da würde ich überhaupt nicht in die Versuchung kommen, aber so 1-2, ich weiß, dass das sicher nicht super förderlich ist, also für, also ich glaube, hier, ne, jedes Mal so ein kleiner Zelltod. Aber ich merke noch irgendwie nicht, dass ich ziemlich bekloppt geworden bin. Also nicht mehr als sonst. Also wir haben da gerade in der Küche drüber geredet, weil Gasses Vater hat mit Dry July angefangen, vor Jahren mal. Der hat das mal gemacht, einen Monat. Und der ist alkoholfrei seit, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so. Der hatte noch nie ein Alkoholproblem, aber der hat irgendwann gemerkt, genau wie du gerade gesagt hast, dass dir das Wasser ja auch irgendwie was gibt. So. Und der trinkt aber die alkoholfreien Biere, ne? Weil der einfach diesen Geschmack noch mag. So, der kauft und das Krasse ist, dass die, da sind wir auch beim Thema, beim Geldthema, die sind ja fast so teuer wie die mit Alkohol. Ne? Ja. Also, das ist ja auch Wahnsinn. Ist ja ein ganz neuer Markt, der da gerade entsteht, mit alkoholfreien Bieren, weil die auch in jede Richtung hier gehen mit ihren kleinen Brauereien. Ja. So, und dann haben die beide gesagt, dass ja ein Standarddrink okay wäre und dass das nicht deine Leber-Effekt, also dass das da keinen Effekt drauf hat. Und dann haben Kasses Mutter und ich uns angeguckt mit unserem, wir hatten gerade das zweite Glas angefangen. Ich habe es aber jetzt drüben stehen, ich hab's nicht vom Podcast getrunken, das zweite Glas Wein. Und dann meinte sie, ach komm, das ist doch auch noch ein Standardglas. Dann ist er hinten rausgelaufen und hat hier geguckt nach so einem Glas, so einem Messding, wo steht ein Standarddrink und kam wieder raus und meinte, na, ist ein bisschen drüber. Ja, man kann sich ja täuschen. Ne? Wie war das, ne? Mit den zwei Fingern oder den zwei Fingern, ne? Die man da macht. Also ich zeige das jetzt gerade mit dem Zeigefinger und kleinem Finger oder mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Ne? Also sind zwei Finger, ne? Ja. Also wäre mal interessant, ein Bier, wenn du ein Bier am Abend trinkst, ist das wahrscheinlich ein Standarddrink, glaube ich. Oder vielleicht ein bisschen 0,3, drüber. Aber ich glaube, von den 0,3. Prozenten, gut, aber die Prozente sind ja geringer als beim Wein. Also, Also er probiert immer mal, wenn irgendwie was Neues, so, ne, wenn jetzt mal jemand einen tollen Wein bringt, dann probiert er mal, aber ist nicht mehr schon echt jetzt länger nicht. Also, bestimmt schon. Also mindestens ein Jahr, dass er jetzt nicht. Hat er irgendwelche Effekte gemerkt? Hat er abgenommen oder ist er irgendwie? Oh, der fühlt sich einfach besser. Also, Der schläft besser und fühlt sich auch am Morgen viel besser, obwohl der nie viel getrunken hat. Also es war nie so, ich habe nie gesehen, dass der irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Bier, der hat auch nur ein vielleicht mal zwei, gut, vielleicht einmal zwei, ne? Aber er merkt es am Schlafen und dass er halt morgens direkt aus dem Bett kommt und einfach fitter ist.
Okay. Ich kann mir das auf lange Zeit schon vorstellen, dass das auf lange Zeit einen Effekt hat. Mhm. Ich glaube, du merkst das nicht so schnell. Ich habe ich habe 2 Jahre lang Fasten mitgemacht. Mhm. Um die Osterzeit. Und habe 2 mhm. Jahre lang hintereinander auf Alkohol gefastet. Mhm. Und das hat schon echt einen Effekt gezeigt. Das war bei mir damals in der Vorbereitung zum Marathon. Ach so. Und ich war unglaublich fit ohne Alkohol, ohne mal ein Gläschen Wein oder mal 2 Gläschen Wein. Das war natürlich dann so der Jojo-Effekt, wenn du dann mal wieder das erste Weinglas trinkst, und dann liegst du direkt unterm Tisch, ey, dann war es das. Ja. Und, ja. Ja. Aber es stimmt, das ist hier so die Fastenzeit, ne, nach Karneval. Genau. Das hat nur ein bisschen, das hat ein bisschen Tradition, ne? Also ich weiß jetzt nicht, aus Entschlacken oder wie nennt man das, ne? Als wenn da irgendwelche Schlacke da im Körper wäre, aber das sind also komische Begriffe, die man da immer ein bisschen mit assoziiert. Ja. Aber Entschlack. Ja, mit dem Religiösen habe ich ja nichts zu tun, aber das wäre so ein Ding. Ich auch nicht, aber ich fand das trotzdem spannend. Ich hatte Freunde im Umkreis, die halt das gemacht haben und dann habe ich es auch gemacht, ne? Und meinte, oh ja, probiere ich mal aus, ne? Und ein Jahr haben wir es mal auf Pizza, glaube ich, gemacht. Wow. Ein Jahr mal auf Schokolade und dann halt 2 Jahre hintereinander hatte ich es auf Alkohol gemacht. Und dann wollte ich es wieder machen, als ich in Wanaka war, und da bin ich gescheitert, ne? Bin ich echt gescheitert. Ja, hat nicht geklappt. Ich meine, weil hier ist es ja schon so ein bisschen so eine Trinkkultur. Deswegen glaube ich, dass dieser Dry July schon ganz gut ist. Also, das ist ja hier schon ein Problem mit dem Alkohol, ne? Ja. Ja, wenn also sie auch in den Winter setzen, ne? Das hat wahrscheinlich auch gute Gründe, ne? Dass dann eh nicht so heiß, keine Party draußen, ne? Also so die vielen Verführungspunkte, die es ja überall gibt, ne? Also gerade Party, ne? Also wer will denn da mit Wasser sitzen? Macht ja keiner, ne? Und aber andererseits kann man ja auch einfach sagen, so und so, tut mir gut oder was weiß ich. Es ist ja nicht mehr so schlimm wie früher, ne? Wo man dann quasi auch als Nichtraucher oder Nichttrinker quasi schon Außenseiter war. Ne? Die Zeiten sind ja schon länger vorbei. Du sagst, ich muss noch fahren. Was man das überhaupt sagen muss. Ne? Also ich trinke grundsätzlich nicht, wenn ich fahre. Grundsätzlich nicht, noch nicht mal eins. Nee. Und, aber da gehen ja auch die Meinungen bei manchen auseinander. Und sag, ja, da gibt es viele Themen, wo die Meinungen auseinandergehen. Ich trinke mich an die Grenze ran. Ich weiß genau, wo die ist, ist klar. Oh ja, nee, das glaube ich nicht. Und das ist ja auch so ein Thema. Also wie viele Drunk Driver in Wanaka unterwegs sind, wie viele Leute ich gesehen habe aus dem Restaurant, völlig besoffen ins Auto gestiegen und losgefahren. Wahnsinn, das ist ja auch ein ganz großes Thema da, ne? Ja, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja. Was habe ich noch an Erfahrung? Eine kleine Sünde mache ich vielleicht beim Joghurt. Also ich esse ja jeden Morgen mein Müsli, ne? Und dann kann man ja, also sagen wir, es gibt 3 Varianten. Ne? Es gibt, sagen wir, so einen 500 Gramm Becher aus Plastik, ne? Mit wiederverschließbar, ne? Weil ich kann ja nicht den ganzen, sondern das sind 4 Packungen, 4 Portionen für mich, 500 Gramm. Dann gibt es die zum Knicken, das sind 4 einzelne, ne? jeweils eine Portion. Sehr, sehr komfortabel, ne? Immer Deckel ablecken. Und dann gibt es das Ding aus Glas, ne? Mal mit Wiederverwertung und mal ohne. Also habe ich jetzt schon 4 Varianten. In welcher Fraktion bist du denn, wenn du überhaupt Joghurt isst? Hm? Ja, der 500 Gramm Behälter. Leider aus Plastik. Aber ich glaube, dass wir die Behälter sogar recyceln können. Das ist eine harte, große Plastik und ich glaube, die kommt bei uns sogar tatsächlich ins Recycling. Okay. Es gibt viele Joghurtbecher, die nicht reinkommen, aber ich glaube, der kommt rein. Im Glas gibt es leider keine so tollen Sorten und es gibt auch noch einen im Tetrapack, der ist aber wirklich irgendwie, den hatten wir jetzt wieder. Und den machst du, das ist so ein großer 1 Liter Milchbehälter, Tetrapack. Und den machst du oben auf, genau. Aber das ist, also das, wenn du das ein paar Tage im Kühlschrank stehen hast, ne, also nach einer Woche wollte ich es Otto dann auch nicht mehr geben, weil du kannst es ja nicht mehr richtig zumachen. Du kannst es ja nicht verschleißen. Nee, kannst bei uns nicht. Wir haben da jetzt so einen Dreh, also wie bei Milch, ne? Ja, das geht bei uns, genau, so ein Drehding wäre ja super. Ach, das ist bei uns Knick nicht. Du musst es oben aufreißen. Ja, genau. Das war immer so, und dann ist es ja offen, komplett offen, ne? Ja. Wir haben aber Kefirkulturen und das ist eigentlich das, was ich immer habe, weil Gasses Mutter hat irgendwann Kefirkulturen besorgt und wir machen jeden Abend frischen Kefir, also mit Milch. Ja. Und, ja, Joghurt kann man auch selber machen, ne? Eigentlich ganz easy. Genau. Ne?
Genau, ja. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich weiß gar nicht. Ja, habe ich auch mal gemacht. Hm. Aber fand ich auch nicht so lecker. Also da gibt es dann doch noch geilen Joghurt hier, der einfach besser schmeckt aus dem Container. Ne? Oder gewohnter, ne? Welchen nimmst du denn? Den aus dem Viererpack? Ja, ich, also da muss ich zugeben, dass der große, der ist, den kriege ich nicht innerhalb von 3 Tagen rum. Ich bin auch so ein bisschen pingelig, wenn ich dran rieche und der Müffels, obwohl die echt lange halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diese Kleckerei, ich kriege das nicht gut portioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also 500 Gramm ist einfach zu groß. Aus Glas habe ich auch schon, dass man schön zudrehen kann. Man kann es auch als Pfand weggeben, das geht. Mhm. Aber das finde ich ein bisschen... Ich wünsche mir, dass, ich glaube, das gab es früher, so Einheitsgrößen, ne? Für Marmelade, für Joghurt. Es waren alles dieselben Gläser. Das gab es eine Zeit lang mal, ich glaube in den 70ern. Ne? Dass dann auch den da in den Molkereien, dass die da nicht das auch noch sortieren müssen. Das wäre wirklich kontraproduktiv, weil die Dinger sind ja nicht sauber, die müssen wirklich gut gereinigt werden, dann kostet viel Energie, Wasser und tralala. Der Aufwand, ne, dass die einfach dann alles verwenden können, wie die Normflasche für Wasser oder sowas. Ne? Das war dann wirklich genormt und jeder kann die hinterher wiederverwenden. Das funktioniert so nicht. Das ist einfach noch zu exotisch, zu klein. Oder das Interesse ist nicht da, dass man kriegt ja auch nicht die Auflage hin, also die Mengen. Genau. Das ist bei also uns, kann man dann halt ein ganzes Regal voll mit allen Früchten und null und laktosefrei. Wie viele Sorten es da gibt, das kriegen die, glaube ich, gar nicht hin, weil wer will, also ich nehme nur den 3,5, also den ganz normalen Joghurt, ne? Ich muss den nicht null irgendwas haben oder flat, was gibt's da alles, ne? Ja. Aber den muss ich auch immer suchen. Ne? Der ist mal ganz unten. Aber alle anderen, ne? Sorten mit Zucker und bunt und noch schöner und macht das ganze Regal voll. Ne? Also da gibt es echt zu viele Sachen. Das stimmt, da gibt es echt zu viel. Ja, das ist hier auch nicht so. Also da gibt es hier auch also die Standards. Also es gibt ein Low-Fat und ein Full-Fat von den meisten, was sind ja keine Brauereien? Molkereien, genau. Hm. Low-Fat oder Full-Fat. Oder Greek-Joghurt. Der ist dann auch Full-Fat. Der so 10% da, ne? Hm. Genau. Was wir aber auch haben, ist, wir bekommen die Milch geliefert in Glasflaschen. Das ist hier so eine kleine, das ist hier eine Molkerei, die das anbietet. Hm. Und Gasses Mutter ist quasi die Chefin von der Milchlieferung. Denn immer montags werden 5 oder 6 Kisten Milch geliefert und dann kommen die ganzen Nachbarn und holen sich die ab. Und die haben alle so kleine, weißt du, wie, Träger, ne? wie früher, so kleine Träger. Und dann laufen die mit ihren kleinen Flaschen raus. Und das sind 500 Milliliter Flaschen. Mhm. Ich glaube, 500 Milliliter sind da drin. Relativ klein. Ja, kleine Flaschen, relativ klein. Und das ist toll. Also die Milch ist wirklich, die ist fantastisch, die Milch. Kostet ein bisschen mehr, aber das würde ja sonst auch in großen 2-Liter-Containern bei uns kommen, in Plastik, ne? Die gibt es ja auch nicht wirklich. Und das Tetra-Pack kannst du bei uns nicht recyceln. Wir haben ja kein System, um Tetra zu recyceln. Ja. Ich weiß noch, als ich klein war, gut, das war ja in den 60ern. Da gab es tatsächlich auch den Milchwagen, der Milchmann kam. Ne? Der hat geklingelt, dann war so ein großes Ding. Ich habe so eine Kanne gehabt, also wie früher so nostalgisch, ne? Also Vintage-Dinger. Die halt, ne? Mit dem Deckel drauf. Also nicht schraubbar, sondern so gestopft. Ich dahin mit dem Henkel. Dann gab es den Hebel, also den Portionierer, also Halbliter, Ganzliter, ne? Da rein, Deckel drauf. Eine Mark gegeben oder was auch immer das gekostet hat. Und dann nach Hause. Und dann, der nächste Schritt waren, glaube ich, die Schläuche. Dann, der Milchmann hat irgendwann ausgedient, ne, weil die Supermärkte dann kamen, aber dann gab es so Milch im Schlauch, da musste man noch so eine Halterung holen, damit der nicht umkippte. Aber das gab es auch nur ganz kurz. Also so, vorne, hinten zugeschweißt, ne, und dann nur eben sind sie oft, glaube ich, kaputt gegangen, ne? Wenn man da ein bisschen unachtsam ist beim Einkauf. Ne? Das hat nicht lange gehalten. Und dann kam dann irgendwann Tetra Pak und hat
hat gesagt, haha, wir haben die Lösung für alles. Ja, hier sind wir, genau. Ja, und der Handel hat gesagt, hoho, noch mehr Stellfläche, weniger Stellfläche für mehr Ware. Ja. Weil das Ganze ja wunderbar transportieren für alles, will ich jetzt nichts sagen. Genau. Es ist halt nur dieses Verbundmaterial, was halt nicht so prickelnd ist. Ne? Da sind ja, glaube ich, mindestens drei verschiedene Stoffe da drin beinhaltet und das ist unheimlich schwer fürs Recycling, aber ja, für die Bequemlichkeit im Kühlschrank, überall ist alles genormt. Super. Ne? Ja. Kriegen wir nicht weg. Ne? Tja. Und das gibt es hier teilweise auch in Fässern, wie Bierfässer. Bietet das ein Unternehmen an für Cafés, ne? Weil die Cafés gehen ja durch unglaublich viel Tetrapacks. Ne? Das ist ja unfassbar. Oh, wie viel Milch da verballert wird, ne? Oh Mann. Tetrapack. Ja. Join the Challenge plasticfreejuly.org heißt die Organisation. Wir haben so eine kleine Schildkröte als Symbol. Warum eigentlich? Weil sich da die Netze immer dran verfangen oder weil Ende der Nahrungskette ist? Ich weiß jetzt nicht. Ja. Ich glaube alles zusammen, aber ich glaube die Schildkröte, weil das eben, ne, wenn man die erhalten will und da die Gefahr so groß ist, dass die sich irgendwie im Plastik aufhängen. Stimmt, die werden ja auch uralt, ne? Die kriegen eine Menge Generationen von dem Zeug zu sehen, fressen. Ja. Die Armen. Und wie heißt das halt? Der Hashtag heißt Small Steps Big Difference. Sehr schön. Ja. Ich habe da ein kleines Video zu gefunden, das setze ich mal in den Blog rein. Wo? Mal gucken, was würdet ihr denn machen? Auf was würdest ihr denn verzichten? Was denkst du? Also wir in unserem Haushalt, was Neues, worauf wir verzichten könnten. Ich glaube, lass mal überlegen. Das sollte eigentlich wieder zurück zu mir kommen. Ich habe so ein Problem mit meiner Hafermilch. Ich mache die eigentlich immer selber, aber das ist so ein Riesenakt, die selber zu machen. Und es ist eigentlich kein Akt, aber es ist einfach immer diese, ne, du hast dann danach das Haferzeug und ich mag halt gerne Hafermilch. Ich mag nicht so gerne ich trinke die auch, die Kuhmilch, aber ich mag halt gerne die Hafermilch. Ich kriege die nicht so gut hin, wenn ich die selber mache. Und ich bin schon immer auf der Suche nach einem besseren Rezept. Ne? Also ich habe mir eine Glasflasche gekauft und mache das dann halt selber in meinem Nutribullet. Alles frisch mit Haferflocken. Aber ich fange doch immer wieder an und kaufe das Tetrapack, weil es einfach so viel besser schmeckt und so viel einfacher ist. Und es gibt eine Firma, die heißt Boeing. Kannst ja mal nachgucken, Boring Milk. Die sind oben in den Hongs Bay und bei denen hatte ich tatsächlich eine Subscription und die haben mir 6 Flaschen Hafermilch alle 6 Wochen geliefert und die kamen in einer Plastikflasche, die wir hier recyceln können. Durch diese Überschwemmungen haben die aber irgendwie so einen Schaden an ihrer Fabrik erlitten, dass die diese Hafermilch jetzt schon seit Monaten nicht mehr herstellen. Das ist ja blöd. Mann, echt. Ja, also ja, ich sollte nochmal... Guck mal, was das für Kreise zieht. Ne? Also Klimakrise. Ja. Ne? Man kann sich nicht mehr vernünftig ernähren. Nein, jetzt will ich jetzt ganz falschen Drift kriegen. Nein, aber nee, also bei mir wäre es die Hafermilch, die ich wirklich nochmal, wo ich gucken müsste, dass ich die nochmal irgendwie so hinkriege. Es gibt sie jetzt auch in kleinen Gläsern, wo die quasi die Zutaten, also die Hafermilch, die Nüsse und alles, was sie dran machen, quasi... rausziehen und das dann so in einen Mousse machen, wie ein Instant, und du dann nur Wasser drauf kippst. Ja. Das hatte ich jetzt auch mal, aber das ist irgendwie auch nicht das Wahre, weil du dann einen Teelöffel immer nehmen musst mit Wasser. Das ist aber eine viel kleinere Flasche, als wenn ich es selbst machen würde. Ja, ja. Also ich gehe durch so eine Flasche teilweise in 2 Tagen durch. Ne? Wir trinken halt relativ viel Kaffee. Ja, also das ist was, Hafermilch. Wenn jemand Ideen für mich hat, die nehme ich gerne auf. Also wenn jemand seine eigene Hafermilch macht und das vielleicht hört und ein richtig gutes Rezept für mich hat, dann nehme ich das gerne mit. Ich habe es mit Dates probiert. Datteln, ne? Datteln? Mit Vanillezucker. Ach, mit allem Möglichen. Also selbst mit Nüssen. Und ich krieg's einfach nicht so gut hin. Tja, also das würdest du machen. Ja. Das würde ich machen, persönlich für mich machen. Ne? Also hier im Haus sind wir, glaube ich, ziemliche Perfektionisten. Da wird alles wiederverwendet, weil Gas ist, wir wohnen quasi auf einer Farm und
da willst du halt einfach nicht viel im Müll haben, ne? Ja, klar. Ich könnte jetzt noch so weit gehen, dass ich Otto seine Po-Wipes, hier seine, weißt du, diese Feuchttücher, dass ich die noch weiter wiederverwende, aber das geht mir einfach zu weit. Also das finde ich einfach eklig, wenn ich die... Diese Nasstücher, das ist auch das Gräuel. Ja. Das ist reine Plastik. Ja, ne? Ganz schlimm. Die reine Plastik. Und die sind nichts, genau. Die kommen auch nicht ins Klo bei uns. Das könnte das Klo gar nicht mitmachen. Ja. Die landen also im Müll. Und die, das dauert auch jahrelang, eh die mal irgendwie durchbrechen im Müll. Also das ist ganz schlimm. Ganz schlimm Plastik. Ja. Ja. Und das kann man ja selber. Ne? Du kannst da ja selber... Ja. Du kannst auch selber diese Feuchttücher machen, aber das ist irgendwie sowas, nee, das ist, Aber es dauert noch ein bisschen, ne, bis der Kleine mal scheißfrei ist, ne, oder? Ja. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe in Deutschland keine wiederverwertbaren Windeln mitgebracht, denn ich packe mir nicht den Koffer voll mit wiederverwendbaren Windeln. Ja. Also. Nee. Da bin ich auch zwiegespalten. Also das, der Aufwand... Ja. Bei der Gestank, ne? Ja. Da gibt ja auch, glaube ich, so Start-ups, die Dinger abgeholt haben, also in versiegelten Tönnchen. Ne, gibt es ja auch in größeren Städten. Auch Windeln, ja. Ja, aber genau. Gott, da sind wir ja weit von entfernt. Das werden wir nicht mehr erleben, Gott sei Dank. Nee. Ja. Aber sonst, was ich noch schön finde, das gibt jetzt immer mehr Wasserspender in den Städten. Also jetzt gerade bei dieser Hitzewelle sowieso, ne? Und finde ich. An Flughäfen auch, ne? Ja. Das war ja auch schon der. Also noch teurer kann man Wasser ja gar nicht machen, ne? Also ich glaube 3,50, ein halber Liter. Ha! Die sind da irre. Also sollte man echt verbieten. Ja, das geht auch nicht. Also mit der Hitze sollte das halt immer mehr kommen. Ne? Du kannst das nicht. Das ist Wahnsinn. Ja. Nein, das geht. Kostet ja auch nichts. Also, was soll der Quatsch? Nee, das finde ich schön, dass da so Sachen gibt, was ich noch machen könnte. Also das mache ich so gut wie gar nicht. Ich kaufe manchmal Paprika, tatsächlich dieses Dreierpack, und das ist immer in Plastik. Ja, damit du deine rote, deine gelbe und deine grüne Paprika hast. Ich glaube, das machen die, damit es, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich viel mehr diese anderen Farben. Also ich glaube, was ist eigentlich die Standardpaprika? Ist das die grüne? Eigentlich ja, ne? Die Ursprung, ne? Ja, ich glaube, die grüne. Ja, die grüne ist der Ursprung. Nur die will keiner haben irgendwie, schon. Ne? Oh, und die sind so lecker. Wir haben die hier in einem Gewächshaus gehabt in Wanaka. Und ich fand die so unfassbar lecker. Die schmecken in Deutschland auch nicht so wie die. Also wenn du die wirklich mal frisch gepflückt nimmst, Wahnsinn. Und die kamen immer als erstes und irgendwann später kamen die roten. Ja. Das weiß ich noch. Also die werden ja irgendwann rot, manche von denen. Also so war es bei dauert uns. Dauert halt, ne? Und wenn sie dauert länger, ne? Genau. Genau, ja. Aber klar, dieses Dreierpack kostet halt 1,99 und eine Paprika alleine kostet wahrscheinlich 1,29. Naja, da ist ja klar, dass der Thomas, ist ja klar, hat die Augen gemacht, ne? Obwohl, das Plastik ist weniger geworden. Ne? Jetzt haben sie auch so ein Pappschälchen da drunter. Also, aber ich zucke jedes Mal und denke, ach, scheiße. Ne? Also da bin ich dann auch manchmal, also da habe ich meine Flanke. Ne? Also wenn es wirklich zu teuer wird, ne? Wie gesagt, ich mache beim Joghurt, da bin ich auch Sünder, aber sonst Mehrweg ist da und ich kaufe keine Wasserflaschen und tralala. Also bin ich eigentlich, ein paar Sachen habe ich sicher abgehakt und ich malträtiere auch immer alle, damit ich einen richtigen Kaffeebecher kriege, wenn ich tatsächlich mal draußen einen trinke. Oder nur dahin gehen, wo es die halt gibt. Ne? Dann muss man nicht zu den Sternenfängern gehen. Ne? Alles ist gut. Sehr gut, Thomas, sehr gut. Ja, sehr schön. Ich habe zwischendurch zum Dry July konnte ich nicht überreden, aber gut. Ja, der Gedanke muss ja langsam reifen. Jetzt im Hochsommer würde ich es jetzt, glaube ich, nicht machen, weil jetzt Samstag kommen ja meine Kollegen zu mir hier und ich glaube nicht, dass wir da Tropfen Wasser trinken. Sag denen auch bitte nicht, dass ich das vorgeschlagen habe. Ja, du kannst das ja im Winter gut machen. Ja, ich weiß. Ich habe gerade nachgeguckt, Neuseeland hat 1-0 gewonnen tatsächlich das Spiel. Yeah, ist jetzt Tabellenführer. Super. Ja, die haben das einzige Spiel gemacht. Das andere kommt ja danach. Also, sauber. Sehr schön. Ja, da haben wir wieder eine schöne Folge. Ab was nächstes Mal kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Nur, dass ich mit der Jana demnächst noch einen Podcast aufnehme, wie schon erzählt, zur Frauen-WM.
wie heißt das Ding richtig, FIFA-WM der Frauen in Neuseeland und Australien. Die nächsten 4 Wochen, glaube ich, ist das. Ja, ziemlich genau, 4 Wochen. Ja. Schauen wir mal. In Dunedin ist es, glaube ich, 2 Wochen. Mhm. Aber klar, die Spiele gehen ja länger. Ja, sehr schön. Gut, ja. Dann vielen Gut. Dank und bis Dank. Nächste Woche. Bis zum Tschüss. Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.